Ich weiß auch noch nicht, wo ich's hinbaue. Ich schätze vielleicht hinter den Schafen. Muss ich mal schauen. Hinter den Schafen. Auf den Berg da möchte ich Kakaoplantage. So automatische. Weil ich wüsste halt sonst kein Ort, wo ich ein wenig automatische Plantage hinsetzen kann. Aber wir haben ja mal eine Möglichkeit zum Nachschauen. Ihr stirbt eh alle, wenn ihr ans Licht geht. Deswegen versteckst du dich unter einem Baumgeist. Ich hab dich durchschaut. Unseren Turm. Den nutzen wir doch mal. Wo geht denn eigentlich? Ach, da hinten ist die Treppe raufwärts. Nutzen wir unseren Turm einmal. Und ich habe noch eine SMS. Irgendwie wächst da hier nichts. Dafür, dass es so ein Riesending ist und ich damals gedacht habe, wir haben übertrieben, wächst da nichts. Schauen wir uns mal hier die Umgebung an. Ich könnte es hier hinbauen. Da ist ein guter Berg. Hier ist ein guter Berg. Aber dann siehst du halt auch wieder richtig die Maschinerie von hier. Hier wäre ein Berg. Hier wäre ein guter Berg, wo ich schätze ich immer, wo ich es machen kann. Ja, schaut so aus. Kriege ich auf jeden Fall Erde zusammen. Aber das ist mir fast schon wieder zu nah am Mob-Spawner, weil ich das ja tief im Wald machen wollte. Schauen wir mal auf die Karte. Naja, es ist schon die. Ja, Wenn ich's. Jetzt kann ich es natürlich nicht malen oder sowas. Wenn ich das zu dem Weg hin mache, dass es zum Weg hingeht, müsste es doch klappen, oder? Also das wäre jetzt mal die erste Variante. Hier hinten fällt mir jetzt nichts ein. In die Richtung, wo wir es hinmachen könnten. Wo schon ein bisschen Berg vorhanden ist, wo wir halt nur ein bisschen anpassen müssen und abtragen müssen. Na, ja, dann wird die Wahl auf den Berg fallen, weil der da hinten ist mir etwas zu klein dafür. Der hier. Also haben wir unsere Wahl schon getroffen. Dann werde ich Tropenholz brauchen. Kolben. Kakaobohnen. Ja, Kakaobohnen habe ich ein paar. Dann werden wir hier hinten erstmal das abholzen. Holzen wir das erstmal da hinten ab. Hier soll auch noch ein Hafen entstehen. Also wir haben es viel vor miteinander. Das ist ja das ganze Problem, sagen wir mal in Anführungszeichen an der Geschichte. Wir haben so viele Baustellen und alles, dass wir kaum vorankommen. Wenn ich den Weg hier gerade weitermache, einfach dann. Holzen wir mal hier ein bisschen die Bäume weg. Die können wir ja später wieder ran hersetzen. Guck mal, ein Setzling. Einfach mal hier. Zack, 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 zack. Die, was wir so mühevoll hierher gesetzt haben, die Bäume, holzen wir jetzt alle wieder nach und nach ab. Zack. Ja, unsere Welt verändert sich ständig. Wie im echten Leben. Alles verändert sich. Ja gut, Minecraft mit der echten Welt zu vergleichen, ist halt schon ein wenig weit hergeholt jetzt, aber in der echten Welt verändert sich auch immer ständig alles.
Die Welt bleibt nicht stehen. Und wir dürfen auch nicht stehen bleiben, auf keinen Fall. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Ich würde mal sagen, wir machen mal hier in die Richtung alle Bäume weg. Auch wenn es jetzt schade ist, weil hier ein Haufen Bäume stehen und ein Riesenwald ist. Aber es wäre mal einfacher zum Bauen dann. Und wir haben halt dann auch wieder heftig Holz. Machen wir hier alle Bäume weg. Ja gut, hier ist... Na doch nicht alle. Aber so weit machen wir sie schon mal weg. Und wir kriegen auf jeden Fall einen Haufen Holz zusammen, dass wir hier dann... Warum sammelt der das nicht ein? So. Muss ich natürlich auch erstmal warten, bis hier ein bisschen das Laub weggeht. Dass man ein bisschen was sehen kann. Machen wir mal in die Richtung. Ah, alles weg. Alles weg. Alles muss weg. Hey, wir kriegen Setzlinge zusammen. Die Bäume lassen wir stehen. Die sind da vorne am Eck, das stört keinen mehr. So, dann mache ich jetzt hier den Weg weiter. Geht der Weg hier so weiter? Dann können wir ja eigentlich gleich mal dahinter bauen, den Weg. Und so wie ich es vorhabe, deswegen wollte ich ja auch einen Berg. Ist nämlich, dass wir unten in den Berg reingehen. Also wir kaum nach oben gehen, wir wirklich unten in den Berg reingehen. In eine kleine Höhe, in so einen kleinen Tunnel in Anführungszeichen. Und dann hier. Oh, da, das klappt wieder nicht. Das ist schon fast dann wieder ein wenig zu eng dann. Ich müsste den Berg mal von oben sehen. Also die Ebene holzen wir jetzt mal. Dass wir mehr Fläche kriegen am Berg. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Effizienzschaufel wäre natürlich jetzt auch hier sehr praktisch. Weg damit, komplett weg damit. Vielleicht mache ich sogar noch eine Fläche kleiner. Mal schauen, wie die Fläche jetzt ausschaut. Wir können halt schlecht von oben drüber fliegen. Da müsste ich jetzt in Game Mode oder so gehen. Also in Creative Mode zum Fliegen. Weil unser Derpy ist ja mal wieder, also unser po My Little Pony, das fliegende Teil ist ja mal wieder auf Flüchten gegangen. Stiften gegangen, also. So. So langsam löst sich da auch alles auf. Also die Fläche ist groß, aber nicht groß genug. Also ich hatte es mir größer vorgestellt. Würde ich fast sagen, nochmal. Eine Runde weg. Geht Erde schneller als Gras? Oder kommt mir das gerade nur so vor? Auf jeden Fall nochmal eine Stufe weg. Hier ist eine Höhle. Das ist auch gut zu wissen, dass hier eine Höhle ist. Ich weiß nicht, waren wir da schon mal drin? Inventar haben wir noch mehr als genug Platz. Diesmal machen wir wirklich viel Terraforming. In der Aufnahme. Wir haben ja auch viel vor. Deswegen haben wir eigentlich ganz. Können wir eigentlich mal von hier mal anschauen. Haben eigentlich gut bis auf das Eck da vorne versteckt. Da muss ich mal noch einfallen lassen. Dafür brauchen wir wieder Erde.
Da passt das Projekt, was wir hier jetzt gerade machen. Also wieder angefangen haben, neues Projekt. Ich werde nie fertig mit irgendwas. Eigentlich ganz gut dazu. Hier kriegen wir Erde und da hinten verballere ich die Erde wieder. Und im Dorf kriegen wir halt auch langsam etwas Erde zusammen. Und die Grillen kommen raus, es wird abends. So. Jetzt haben wir hier vorne schon mal weg, jetzt geht's da hinten weiter in die Richtung. Dann ist die Fläche auf jeden Fall groß genug. Die Frage nur, in welche Richtung machen wir die Kakaoplantage jetzt noch? Das ist die 1-Million-Dollar-Frage. 1-Million-Euro-Frage. In welche Richtung lassen wir unsere Kakaoplantage entstehen? Ich wäre fast für nach vorne, weil wir hier die längste Fläche haben. Oder? Ja, das sehen wir ja gleich jetzt. Der Geist hat mich entdeckt. Jetzt ist kaputt. Zombie. So viele Stufen brauchen wir ja auch nicht nach unten. Vielleicht klappt es sogar mit dem Tunnel. Müssen wir mal schauen. Eigentlich, wenn wir solche ganzen Berge wegrupfen, haben wir bis jetzt immer die meiste Erde wieder gekriegt. Wie damals, die meisten, bis jetzt haben wir wirklich die meiste Erde damals gekriegt, wo wir unser, den Berg weggerupft haben für unsere anderen Plantagen automatischen. Für unsere anderen automatischen Plantagen. Mal kurz was essen, bevor mich das Skelett da hinten entdeckt. Kaputt. Und kaputt. Würde ich sagen, wir gehen mal kurz da runter. Oh, ich glaube, wir waren schon wieder zu lange da oben. Die ganzen Setzlinge und alles ist weg, sind weg. Ach Mist. Ach Mist, ach Mist, ach Mist. Ich weiß zwar nicht, wofür wir jemals so viele Kakaobohnen brauchen werden, aber ich hätte gern so ein Ding einfach. Einfach nur, weil ich es damals bei den anderen automatischen Plantagen komplett verpennt habe. Ich hätte gern so ein Ding, ganz einfach. Deswegen bauen wir auch eins. So, jetzt ist die Sache. Hier ist es schon recht breit, der Berg in die Richtung, aber in die auch. Entweder mache ich es jetzt wirklich hier nach vorne oder hier zur Seite. Das ist jetzt die Frage. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Du auch noch. Ich sag ja, ich baue nicht gern, wenn hier immer Zeug rumspawnt. Weil man kaum weiterkommt.
Den Weg hätte ich schon gern gerade. Dann könnte ich ja, ich baue das. Weil hier ist der Berg nicht so breit wie da. Ein paar möchte ich schon haben. Ein paar